Zwei vorzeitig Pensionierte unterhalten sich. Wer hätte gedacht, dass alles in so einem Klima lächerlicher, unterentwickelter Science-Fiction enden würde? Willst du damit sagen, dass du auch vorzeitig pensioniert worden bist? Schon vor einiger Zeit. Und was machst du so? Nichts, sagte ich doch schon. Und was hast du gemacht? Ich habe in einem Büro Zahlen abgestimmt. Zahlen den ganzen Tag. Kolonnen und nochmals Kolonnen. Wer hätte gedacht, dass es so weit mit uns kommen würde? Sah alles so vielversprechend aus in den offenen 80ern. Sie sind schnell vorübergegangen. Manche haben es nicht einmal bemerkt. Wir haben darüber diskutiert, Susa. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns haben betrügen lassen. Im Grunde genommen war vorauszusehen, was kommen würde. Wie viele Menschen der früheren Diktatur sind denn noch auf ihrem Posten? Alle schon altersschwach. Du sagtest, haben darüber diskutiert? Diskutiert mit wem? Eine kleine Gruppe. Kann sein, dass du einige von ihnen kennst. Mal bei dem einen, mal bei dem anderen. Das ist unsere Art, einen wachen Kopf zu behalten, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Es ist schwer. Die Menschen sind verängstigt. Niemand will sich auf etwas einlassen. Nur das Heute zählt. Man denkt nur noch ans Überleben. Glaubst du, wenn ich dir sage, dass ich seit etwa 5 Jahren keine einzige ernsthafte Unterhaltung mehr geführt habe? Natürlich. Mir ging es ebenso. Nicht so lange und lähmend wie bei dir. Eines schönen Tages bin ich explodiert. Manchmal rede ich mit meinem Neffen. Er ist 23 Jahre alt und Hauptmann im neuen Heer. Aber wir verstehen uns einfach nicht. Er irritiert mich. Und ich komme mir mies vor. Bestechlich. Ob das stimmt? Ich fühle mich korrupt, weil ich manchmal Extramarken für Wasser annehme. Also hör mal, Susa. Als ob ein paar Wassermarken einem korrumpieren könnten. Das reicht nicht einmal, um die Ehrlichkeit anzukratzen. Du warst immer viel zu gewissenhaft. Du hast es strenge, überholte Vorstellungen, was richtig und falsch war. Du bewegst dich nur langsam vorwärts. Ich bin entsetzt über alles, was sie getan haben, ohne dass es eine Revolution gegeben hätte. Ich nicht. Mich beeindruckt eher, dass diese Leute nie das Urteil der Geschichte gefürchtet haben. Urteil der Geschichte? Ich glaube eher, dass diese Leute mit allen Mitteln versucht haben, die Geschichte auszuschalten, indem sie sich Mühe gaben, die Zukunft auszulöschen. Damit die Zerstörer nicht als neue Attila in Erinnerung bleiben. Sie hielten sich für so mächtig, dass sie meinten, sie könnten das Gedächtnis des Volkes abschaffen. Nicht einmal die Barbaren bewirkten eine solche Zerstörung. Die Barbaren rühren die Tempel nicht an. Und die Bibliotheken, die Manuskripte lagerten in den Tempeln. Sie hatten Angst vor den Göttern und schändeten die Heiligtümer nicht. Die Priesterschulen gab es weiterhin, aber jetzt? Alles begann während der großen Diktatur mit den Bildungsreformen, den Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, dem grassierenden Analphabetentum. In den offenen 80ern versuchte man, diesen Fehler zu korrigieren. Man hatte nicht einmal Zeit, Luft zu holen. Als wir kamen, waren sie zu Ende. Die Epoche der großen Völlerei hatte begonnen. Ein Zufall. Wir ließen uns täuschen und achteten nicht auf das, was um uns herum vor sich ging. Vergiss nicht, dass alles heimlich geschah. Das System traf seine Entscheidungen hinter verschlossenen Türen. Plötzlich kam eine Vorbereitungskampagne. Einige Wochen Erstarrung und wir waren betäubt für den Schock. 8 Jahre lang belieferten sie die Welt mit Holz. In der Überzeugung, dass es keine Probleme geben würde, ließen wir zu, dass Teile des Amazonasgebietes verkauft wurden. Kleine Teile hieß es, Gebiete, die von Wissenschaftlern ausgewählt wurden, damit das ökologische Gleichgewicht nicht gestört werde. Bis eines Tages Satellitenaufnahmen die Verwüstung offenbarten. Der ganze Kern des Urwaldes war unwiederbringlich geschrumpft.
Der Rest hielt sich nur noch kurze Zeit und nach wenigen Jahren überall Wüste. Das System war intelligent, es sagte Nein und wieder Nein, stritt immer alles ab und handelte heimlich. Als man es merkte, waren 250 Millionen Hektar Wald gerodet. 250 Millionen Hektar! Nie wieder wird es einen solchen Wald geben. Alles gerodet. Und wir bleiben weiterhin verschuldet. Aber wir besitzen das neunte Weltwunder. Ja, und auch Sandstürme, die sich mit denen in den entwickelten Ländern messen können. Wir brauchen nicht mehr auf die nordamerikanischen Hurricanes neidisch zu sein. Die Stürme zerstörten Maranhão und Piauí. Die Wüste erreichte das Meer. Sergipe erlitt zwei Unwetter, alles Schlamm. Aracaju wurde zugedeckt. Die Meereswellen sind dort 30 bis 40 Meter hoch. Wütend. So wütend wie das System, als die Gruppen zur Verteidigung der Umwelt international Anzeige erstatteten. Das System war entlarvt. Ob sie noch leben, Susa? Oh, ein großer Teil ist schon weg. Es waren Männer von 65, 70 Jahren, an die Macht geklammert, geblendet von Befehlsgewalt, berauscht vom Gewinn. Ich bin ganz durcheinander, verloren. Ich halte meine Theorie für wahrscheinlich, weißt du? Wenn sie alles kaputt machen, wären sie sicher. Natürlich war es engstirnig von ihnen. Sie glaubten, es bliebe keine Vorstellung von ihnen zurück. Sie wollten die Zukunft auslöschen. Sie vergessen aber die mündliche Überlieferung. Sie verboten Bücher, verbannten Wissenschaftler, stießen Professoren aus, nahmen Denker fest. Es sieht fast wie ein weltweites Komplott aus. Eine Teilung der Erde zwischen den großen Nationen und den zahmen, unterentwickelten Ländern wurde vereinbart. Mir kommt es eher wie Science Fiction vor. Sao Paulo zugesperrt, in Distrikte eingeteilt, mit Erlaubnisscheinen für den Verkehr, magnetisierten Karten für Wasser, einer Superpolizei wie die Zivilgäre, mit ins Labor produzierten Lebensmitteln, einem durchorganisierten, rationalisierten Tagesablauf. Du hast recht. Wir leben in einer Welt der Science Fiction. Weil zu einer Zeit, die das immer zu Scherzen aufgelegte Volk die Epoche der großen Völlerei nannte, einige wenige beschlossen, die Macht zu missbrauchen, um Gewinn herauszuschlagen. Dennoch kommt es mir wie lächerliche Science-Fiction vor. Wieso lächerlich? Erinnerst du dich noch, wie wir Bücher von Clark, Asimov, Bradbury, Vogt, Vonnegut, Wool, Miller, Windham, Heinlein gelesen haben? Superzivilisationen, Technokratie, computergesteuerte Systeme und ein relativer, wenn auch eintöniger Wohlstand. Und hier? Was ist das hier? Ein unterentwickeltes Land, das in einem Science-Fiction-Klima lebt. Wir sind schon immer ein inkohärentes Volk gewesen, ein Land der Widersprüche. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so weit mit uns kommen würde. Was gibt es um Sao Paulo herum? Eine Ansammlung von Lagern. Slumbewohnern, Zugewanderte, ausgehungerte Wesen, Kranke, zerlumpte Gestalten, die eines Tages in die Stadt einfallen werden. Sie halten es nicht aus, zu weit weg von der Umzäunung. Es gibt dort nichts zu essen. Wollen wir einen Kaffee trinken? Ich stelle den Fahrstuhl auf Automatik. Hast du eine Marke? Ich nehme die von morgen. Wenn ich diese kleinen Markenhefte sehe, muss ich an Pillenpackungen denken. Ein bestimmter Tag für jeden Kaffee. Wo sind wir nur hingekommen? Ha? Und Leute wie wir sind schuld, Susa. Moment, wenn sie uns pensioniert haben, dann hatte das einen Grund. Wir sind erschrocken über die Pensionierung, zurückgewichen. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um wieder ins normale Leben zurückzufinden. Ich bekam nirgends eine Stelle. Ein Glück, dass die Jungs schon groß waren und arbeiten gingen. Ich verkaufte das Haus und zog in eine winzige Wohnung. Die Kaffeetassen wurden hingestellt. Ein bisschen Kaffeepulver, ein halber Löffel Zucker für jeden. Wenigstens haben alle aufgehört, Zucker zu essen. Der ist nicht nötig. Eine ganze Reihe von Kellnerinnen stand herum.
Eine stellte die Untertasse hin, die andere die Tasse, die dritte verteilte die genaue Menge Zucker, die nächste den Kaffee und die letzte goss das Wasser ein. Sie standen dicht aneinander gedrängt, denn sie waren sich hinter der Theke im Weg. Das ist die Überspezialisierung. Die Formel, die das System erfunden hat, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, lautet Aufteilung der Arbeitsplätze. Thaddäus sagt, das wird jetzt ein Ende haben. Nächsten Monat gibt es nur 2 Tassen wöchentlich pro Person, ließ uns eine kleine, zahnlose Blondine wissen. Weißt du, was los war? Die Leute machten sich Sorgen, überall Vereinigungen, Gruppen zur Verteidigung der Flüsse, Organisationen gegen weitere unsinnige Wasserwerke, die heroischen Kämpfer gegen den Reaktor von Angra. Ich habe gehört, dass sie alle gestorben sind. Und am Ende auch der Reaktor. Er steht noch da, halb versenkt. Ich habe ihn mir angesehen. Eine Touristenattraktion, sieht aus wie ein riesiges, umgekipptes Schiff, halb im Wasser, halb draußen. Sehr merkwürdig, Susa. Ein Monument. Ein riesiger Haufen aus Beton, der in der Erde versenkt ist. Manchmal habe ich Zweifel, ob es überhaupt Menschen hinter dem System gibt. System, System hören wir. Der alte Caldera ist schon seit langem gebrechlich und immer noch Präsident. Wir müssen uns mal verabreden. Ich möchte dir etwas zeigen. Unser kleines Heft, weißt du noch? Seit über 25 Jahren habe ich es aufgehoben. Dir werden die Tränen kommen. Mein Gott, das hatte ich ganz vergessen. Unsere kleinen Hefte. Lass uns jetzt gehen. Ich zeige es dir ein andermal. Wir überquerten langsam die Straße. Die Menschen um uns herum hatten es auch nicht eilig. Sie schienen sich mechanisch zu bewegen, ohne Reflexe. Es schien nicht nur so, sondern war auch so. Plötzlich wollte ich es Thaddäus zeigen. Vielleicht konnte er mir helfen, eine Bedeutung zu finden. Mein Loch in der Hand. Er wird meinen Stolz verstehen. Er ist intelligent. Schau mal auf den Boden, Thaddäus. Was siehst du da? Den Schatten von deiner Hand. Schau richtig hin. In der Mitte ist ein Lichtkreis. Komisch. Wie findest du das? Das ist ja ein Loch in deiner Hand. Na sowas. Ja, genau. Schon lange? Ungefähr eine Woche. Es ist nicht das Erste, das ich sehe. Nein. Es gibt auch andere. Tut es weh? Ist es lästig? Irgendeine Reaktion? Gar keine. Das muss eins von diesen Anzeichen sein, die es häufig gibt. Schwer zu sagen, wie das kommt. Du solltest zum Arzt gehen. Wozu? Als ob du die Ärzte nicht kennen würdest. Ich lasse mein Geld dort, dann geben sie mir ein Radikalrezept. Ich gehe in die Apotheke, dort gebe ich eine Menge Geld aus. Ich werde Wasser trinken, das ist besser. Richtig schön rund. Als sei es eine Schönheitsoperation. Nur mit dem einen Unterschied. Was so auftaucht, ist unangenehm. Die Kahlköpfigen, die Leute, denen die Haut abfällt, die mit den entzündeten Augen, die Tauben. Ich habe Leute vom Land gesehen, die kein einziges Haar am Körper hatten. Ihre Nase war zerfressen von Insektenvertilgungsmitteln. Sie hatten eitrige Ohren. Leute, die keine motorische Kontrolle mehr haben. Und andere spazieren mit der künstlichen Lunge auf dem Rücken herum. Dein Loch ist anders. Sogar ganz hübsch. Ich habe es dir wegen des Schattens gezeigt. Glaubst du, dass dieser Lichtkreis etwas bedeutet? Nun übertreib nicht, Susa. Ich bin sicher, dass er etwas bedeutet. Es ist eine Botschaft. Botschaft? Heißt es, du bist prädestiniert? Jetzt übertreibst du aber. Ach was. Zu unserer Zeit damals hattest du eine mystische Phase. Vielleicht ist die wiedergekommen. Also, es war schön, mit dir zu reden, aber ich muss zurück. Der Fahrstuhl ist ohne Aufsicht. Sehen wir uns wieder?
Das vergessene Zentrum von Sao Paulo, das um den Zentralbusbahnhof und den Eisenbahnhof herum liegt, gibt mir ein Gefühl, als säße ich auf einem Traumkarussell. Die Figuren rasen vorüber. Ich kann sie nicht erkennen. Ich sehe nur verschwommene Flecken, die sich mit der Musik, mit Schreien, Stimmen und Schritten vermischen. Das ist der freie Handel. Dort werden gebrauchte Sachen verkauft. Getragene Kleidung, Reste von Medikamenten, Bücher und alte Zeitschriften zu horrenden Preisen, aufgearbeitete Haushaltsgeräte, Ersatzteile aus Autos, die nicht mehr fahren, und lauter Krimskrams. Hier kann kaufen, wer will. Man braucht keine besonderen Marken dazu. Diese Ruhe und Trägheit wirken auf mich wie eine Krankheit. Die Augen, die ich erkennen kann, sind ohne Glanz, die Münder gespannt, die Bewegungen verzögert, mechanisch, die Nasen zittern, irritiert durch den Gestank um uns her. Man kann dem nicht ausweichen. Jegliche Kontrolle über diese Stadt ist verloren gegangen. Dreimal gehe ich an einem Theater in der Zone für Vergnügungen vorbei. Sehen, sich interessieren, vortäuschen, weitergehen, zurückkommen. Vor der Tür blicken mich zwei Männer an. Ich gehe weg. Sie könnten etwas sagen. Unsinn. Absurde Schüchternheit. Vor einiger Zeit sah ich einen merkwürdigen Film. Er hieß Der Mann, der nie existierte. Ein gewöhnlicher Film, der nicht weiter beachtet wurde. Von mir aber schon. Ich war fasziniert von diesem Mann, der nie existiert hatte. Ich versuchte, das zu verstehen, und nun begreife ich es langsam. Ich sehe eine Wendeltreppe im Theater und überlege, dass ich eigentlich nicht hinaufsteigen sollte. Ich habe immer dieses Gefühl mit mir herumgetragen, dass ich eigentlich nicht vorhanden bin. Wohin die Treppe wohl führt? Ob die versprochenen Striptease-Shows echt sind? Eine Museumsvorführung? Ich weiß nicht, wieso es das überhaupt in diesem vergessenen chaotischen Zentrum noch gibt. Was hat sich wohl noch in dem alten Zentrum erhalten? Ich bin immer neugierig auf das Unbekannte gewesen, habe mich ihm voller Furcht genähert, aber ich bin darauf zugegangen. Ich hatte sogar eine Theorie für meine Studenten ausgearbeitet, der zufolge das ewig Bekannte dem schrecklichen Risiko entspricht. Eine Kopie dieser Arbeit wurde den Akten des Prozesses, in dem meine vorzeitige Pensionierung entschieden wurde, beigefügt. Wie sollte ich das alles erklären? Jene Männer waren auf der Suche nach Subversion und die braune Aktentasche voller Blätter lieferte ihnen genau das, was sie wünschten. Plötzlich verschwindet die Sonne wie jeden Nachmittag. Jene Sonnenuntergänge, wie man sie auf den Kalenderblättern sieht, hinter den Hütten auf dem Land, gibt es nicht mehr. Auch die Leute auf dem Land nicht mehr. Die letzte große Flucht fand vor 5 Jahren statt. In den ländlichen Gebieten lebt niemand mehr. Wozu auch? Wir sind ein urbanes Land. Die rissige Erde gibt nichts mehr her. Merkwürdig. Es ist heiß, die Sonne brennt. Wenn es etwa 8 Uhr ist, bricht die Dunkelheit herein. Wenn man es am wenigsten erwartet, gibt es kein Licht. Die Schwüle hält noch einige Stunden an. Dann fällt die Temperatur abrupt. In manchen Nächten kann man ohne ein oder zwei Decken nicht schlafen. Wer versteht etwas von Physik? Seit 3 Tagen bin ich außer Haus. Vielleicht noch länger, was weiß ich, es ist egal. Weiter herumlaufen hat keinen Sinn mehr. Ich vermisse mein Wohnzimmer, das Schlafzimmer. Und Adelaide? Wenn es mir gelingt, den Kontrolleur im Bus zu täuschen, brauche ich nicht zu Fuß zurückzugehen. Ich bin müde, habe keine Lust, so viel zu laufen. An der Haltestelle ist niemand, der S-7.58 kommt. Kann ich mit diesem Bus fahren? Warum nicht? Ich dachte, es sei verboten.
Nur wenn Sie keine Zirkulationsmarke haben. Sind Sie sicher, dass ich mit kann? Es ist noch niemandem verboten worden, Bus zu fahren. Als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, überkam mich ein merkwürdiges Schauern. Der Geruch eines verschlossenen Wohnzimmers schlug mir entgegen. Die Stille. Zu dieser Zeit sieht Adelaide immer ihre Fernsehserie oder Kochrezepte. Alles dunkel. Noch nie hatte ich meine Wohnung mit diesem stickigen Geruch betreten. Ich lief durch alle Zimmer. Niemand. Alles war aufgeräumt. Die Pantoffeln auf dem Flickenteppich, der Nachttopf unter dem Bett, das Alltägliche. Ein Zettel auf dem Kopfkissen, Adelaides Schrift. Ich warf ihn in den Nachttopf und legte mich hin, vollständig angezogen. Das Licht war an. Ich rauchte und schnippte die Asche auf den Fußboden. Dann ließ ich den brennenden Stummel fallen und wartete, dass sich ein Loch im Teppich bildete. Als ich aufwachte, hörte ich Straßenlärm. Ich öffnete den Kühlschrank. Es stand nur Butter drin. Künstlich. Sie schmeckt nach Talg und Plaste. Die Küche war aufgeräumt, der Boden ganz sauber. Das Bad roch nach Putzmitteln. Mein ganzes Leben hat nach Putzmitteln gerochen. Ich pinkelte neben das WC, spuckte auf den Boden. Ich machte mir einen schwachen Kaffee, verstreute das Pulver, ließ Tassen fallen, zerbrach zwei Teller. Ich zog eine Jacke an, die nicht zur Hose passte. »So kannst du nicht gehen, mein Lieber. Was werden sie denn im Büro sagen, dass deine Frau sich nicht um dich kümmert?« »Ich habe mich all die Jahre von ihr umsorgen lassen.« In Wahrheit ist sie durch mich so geworden. Jackett? Bin ich verrückt? Ich verbrannte das Jackett in der Müllverbrennungsanlage. Die Asche rutschte nicht hinunter, das Sieb war verstopft. Ein bedeckter Tag, wenn es wenigstens regnete. Mein Mund wird ganz trocken, wenn ich nur daran denke, es könnte regnen. Ein feiner Nieselregen, der alles nass machen, die Erde befeuchten, mich durchweichen würde. Die endgültige Dürre kam bald nach der großen Wüste im Amazonasbecken. Ein Jahr ohne einen Tropfen Wasser und die Stauseen von Sao Paulo waren leer. Entsetzt legte das Volk Gelübde ab, füllte die Kirchen. Es wurden Prozessionen, Novenen, Pilgerfahrten organisiert. Umsonst. Eiligst bohrte man hunderte von artesischen Brunnen. Wo ist meine Frau nur hingegangen? Sicher zu ihrer Mutter. Ich werde demnächst einmal vorbeischauen. Aber Ferien vom Ehepartner tun gut. Und die Putzfrau? Sie müsste heute kommen. Oder war gestern ihr Tag? Es war alles so aufgeräumt. Nachdem ich aus dem Bus gestiegen war, ging ich zum Büro. Mechanisch, ich merkte es nicht einmal. Ich wartete auf den Fahrstuhl. Der Fahrstuhlführer sah mich verängstigt an. Sein Gesicht spiegelte sich in den verräucherten Spiegeln des Fahrstuhls, ein endlos sich wiederholendes Bild. Nicht deutlich, sondern ganz düster, nur die Andeutung eines Gesichtes. Und ich sah tausende von verängstigten Gesichtern, die mich betrachteten. Der Fahrstuhlführer wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. »Voll!« »Voll? Wie denn das? Es ist doch leer, Herr Potigiara.« »Leer schon, aber reserviert.« »Seit wann wird denn ein Fahrstuhl reserviert?« »Und außerdem hat man mir gesagt, dass Sie nicht mehr hier arbeiten. Ich habe Anweisungen, Sie nicht hinaufgehen zu lassen.« »Sie kennen mich doch, Potigiara. Ich habe nichts Schlechtes getan.« »Ich weiß nicht. In meinen Augen waren Sie sogar ein sehr netter Mensch. Sie sind es nicht mehr.« »Bin ich nicht mehr?« Er schloss hastig das innere Gitter, stand abwartend da, bereit hinaufzufahren, falls ich einen Anlauf nehmen würde. Ich warf mich gegen das Gitter, lachte, sah, wie sich Entsetzen über Potigiaras Gesicht ausbreitete. Ich tat das nur, um zu sehen, was sie dann dort oben reden würden, die
die Tischmenschen, die Schubladenmenschen, schön, brav und gehorsam.